Okay, da habe ich genau nichts von. Das wirkt sich in der Form nicht aus. Ha. Das ist gemein. Ich finde es gemein. Das ist nicht ganz so eindeutig, wie es da vorne zum Beispiel war. Wahrscheinlich müssen wir uns einfach einen Ball von da hinten nehmen und dann da hinten dran werfen. Wahrscheinlich macht es das dann sehr viel einfacher. Okay, der fährt immer nach rechts. Das ändert genau nichts. Okay. Das ändert auch nichts. Das ändert sowieso nichts. Hey! Muss damit irgendwas zu tun haben. Ansonsten bringt der ganze Aufwand nichts. Dass das zurückgestoßen wird. Ah. Ich überlege hier. Da habe ich gerade mal genau nichts von, meine ich zumindest. Der dreht ja immer nach rechts. Das heißt, das müsste irgendwie... Selbst wenn das von da dagegen kommt, das dreht dann ja nach dahin. Wie kann man das machen? Ich müsste irgendwie da irgendwie vorkommen können, aber das geht, glaube ich, auch nicht. Dass er dann nach rechts geht, dann da hoch und dann da lang, weil dahinter wird wahrscheinlich nicht umsonst frei sein. Wie kriege ich das hin, dass ich irgendwie den auf dieser Höhe hier bremse? Entweder da oder da. Von oben aus würde das nicht machen. Von da aus macht das logischerweise auch nicht. Nee, ich dachte gerade, ich hätte kurz nachgedacht. Aber stimmt nicht. Warte mal, wie geht denn das da bitte? Andere Blickwinkel vielleicht? Das hier wird immer rausgeschubst. Bis dahin. Oder bis nach hinten. Ich frage mich halt ein bisschen, warum ich die jetzt höher einstellen könnte. Warum hier quasi kein Deckel oben drauf ist. Na gut, dass er da halt rüberspringen kann, ne? Aber ob es für mich einen Vorteil hat, wenn ich die höher als einen stelle hier? Ich denke mal nicht. Das muss weg. Das würde ich auch gerne wegstellen. Da komme ich bis dahin, ja. Und dann komme ich wieder zurück. Ach, ich bin noch doof. Na, alles klar, alles klar. Ich hab's. Beziehungsweise es war kurz mal habend. Sagen wir es mal so. Ja, ist ein bisschen... Das war falsch. Alles klar, ich hab's. Sie muss gleich hoch. Ich bin tatsächlich doof. Der runter, der hoch. So, läuft. Läuft, 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 geht. Alles klar. Der Weg wird dir begangen hier. So, Kabamsel. Die Geräusche gefallen mir nicht. The whole thing is bullshit. I can see on your camera. Look around you. You really think this is an alien craft? The colors, the symbols, they're all human. They're all things you can understand and solve. It's all part of it. And you think the cube is really falling to pieces? The hanging wires, the holes in the wall, none of them lead you anywhere. They don't want you to go. You need to lose your faith. Da hat er schon recht, dass die Symbole, dass wir die halt verstehen, dass das unsere Symbole sind. Und dass die Kabel zufällig immer an der Stelle hängen, dass das benutzt werden kann, dass wir immer zufällig, sehr zufällig einen Weg finden. Ist halt die Frage, wenn das Alien-Krams wäre, die Aliens müssten uns oder würden uns ja trotzdem dann testen müssen. Entweder ist es wirklich irgendwelchen Alien-Krams und die haben sich quasi versucht, uns anzupassen, dass die quasi schon wissen, dass wir solche Symbole verstehen. Oder aber es ist halt kein Alien-Kram und dann ist halt die Frage, wer baut, warum auch immer, solchen Krams? Mal ganz ehrlich, die Rätsel sind natürlich kein Zufall, das kann kein Zufall sein. Dass die Dinger so sind, wie sie sind. Ah.
Ah. Ich dachte gerade, hier würde irgendwie eine Wand eingerissen werden. Nochmal wieder. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefallen soll. Es sieht komplizierter aus. Au. Au. Okay. Ach, muss ich jetzt mit dem... Dachte ich mir schon, dass wir den Strahl haben. Den wir einstellen. Okay, wir haben drei Möglichkeiten. Okay, es sind nur wenige. Das ist schon mal gut, dass man das nicht komplett 180 Grad irgendwie oder 360 Grad rotieren lassen kann. Oranje? Orange. Okay, so als Anfangsrätsel, ne? So als Eingangsrätsel, klar, damit man das ganze Ding erstmal kennenlernen kann. Diese neue Spielmechanik. Wie gesagt, finde ich sehr gut umgesetzt. Ist eigentlich, obwohl halt nichts in dem Sinne erklärt wird, wird es halt immer in so einfachen Schritten einem erstmal vorgesetzt, dass man da erstmal wirklich reinkommt, was man überhaupt zu machen hat. Dass man da erstmal schnallt, was da zu machen ist. Dass man am Ende spontan nicht eine neue Mechanik kriegt und dann wird erstmal kompliziert eine halbe Stunde erklärt, was das Ding alles kann. Und dann muss man alles auch auf einmal irgendwie machen. Das ist schon ganz gut, dass es halt nicht gemacht wird. Das ist auch eine Sache, die ich empfehlen kann, falls von euch immer mal ein Spiel bauen sollte. beziehungsweise falls ihr so ein Rätselspiel machen wollt, fügt die Mechaniken nacheinander rein und vor allem die Mechaniken erstmal üben lassen. Erstmal ein, zwei Mal üben lassen und dann erst komplexer machen. Dann erst das nächste Zeug. Mal so ganz ehrlich. Warum spiegelt das da nicht weiter? Das Geräusch irritiert. Sind wir echt beschränkt gerade mal von den Möglichkeiten her? Aha. Warum komme ich da jetzt nicht rüber? Achso, warte mal. Achso. Wie? Ach. Okay. Hat das eine begrenzte Länge hier, der Laser, oder was? Das ist ja interessant. Au. Das war nicht der Plan. Ach, ist offen. Und das Gelbe da oben, was ist das? Braucht es gar nicht, oder was? Okay. Na gut. Ich habe keinen blassen Schimmer, warte mal. Ach, ich hätte wahrscheinlich hier oben drauf stehen können, ne? Ach nee, halt. Ach so, war das hier, ist das so eine, ist das zur Aussicht hier? Ich wundere mich gerade, hä? Was soll der Quatsch? Aber scheint er so funktioniert zu haben. Ja. Ah, okay. Hä? Spontan übersehen. Ich habe immer irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendwie, dass ich mich nochmal erschrecken werde hier. Dass irgendwie Stellen sich verändern, irgendwie groß Wände aufreißen oder der Boden wegbricht und dass ich dann erstmal so ein bisschen leicht schauen muss, wo ich eigentlich hin muss, dass ich so ein bisschen hibbelig werde. Befürchte ich gerade mal die ganze Zeit. Aber bisher war das noch nicht so ganz der Fall. Okay. Wir brauchen was Orangenes. Aus Gelb und Rot. Das heißt, wir jetzt erstmal darüber. Wahrscheinlich ist das aber auch genauso, dass man denken soll, dass das der richtige Weg ist. Aber das ist es gar nicht. Ah. Wie? Man kann das aber immer echt nur ein kleines Stück drehen. Mhm. Oh. Das ist schon leicht seltsam hier, was passiert. Es wird nicht unbedingt besser. Aber die Rätsel sind, das ist ein cooles System. Ich brauche jetzt Gelb und Blau. Das heißt, da haben wir ein Blau und dahinter ist aber noch ein zweites Gelb. Das finde ich cool. Das finde ich schön. Von der Übersicht her, boah, kann man machen. Ich sag mal so, die 3D-Perspektive oder diese Ego-Perspektive macht es nicht unbedingt übersichtlicher, aber ich glaube, letztendlich kommst du da auch nicht unbedingt drauf. Ach, guck mal. Kommst du auch nicht so drauf an hier, beziehungsweise das ist, es macht die Herausforderung einfach ein bisschen größer. Klar hätte man das von oben auch irgendwie machen können, aus so einer Top-Down-Perspektive, aber so ist halt ein bisschen mehr Herausforderung.
beziehungsweise es passt halt, oh, besser zum, zu der Geschichte, die erzählt wird, weil man sich durch diese Perspektive sehr viel kleiner in diesem ganzen Gebilde fühlt. Ne? Wenn man dann von oben halt runter guckt, dann guckt man halt von einem sehr viel höheren Punkt. Das heißt, man ist entweder, entweder ist alles sehr, sehr klein oder ist, man ist selber irgendwie über allem schwebend und dann hat man halt die Übersicht. Dann kann man halt theoretisch sehen, was zu allen Seiten noch ist. Hier ist man halt ziemlich klein, in so einem durchaus nicht unbedingt so kleinen Gebilde. Und das hilft. Ach, guck mal. Hey, fingers crossed you're getting this. Look, I have some bad news. That link up with your wife, it doesn't look like it's gonna be possible. But hey, you're almost on the home stretch anyway. You'll get to see her soon. By the way, I noticed some kind of interference on your signal frequency. It's probably just a wave of radiation passing by the cube. I'll look into it. Everything you're doing is great. Keep doing it. Die Interferenz ist es der andere Kerl. Aber ich weiß immer noch nicht, wem ich glauben soll, mal ganz ehrlich. Nachher stimmt nichts davon. Oder nachher ist der Kerl, nachher erzählt der uns, dass das andere Quatsch ist und sein, obwohl das halt stimmt und er will uns dann für was anderes quasi gewinnen, weil er uns glauben mag, weil wir ihm vertrauen sollen. Wobei das andere dann einfach stimmt, dass wir doch in so einem Alien-Kram sind hier. Ich weiß es nicht. Entweder werde ich von dem Ergebnis der Geschichte sehr enttäuscht sein oder ich finde sie gut. oder ich verstehe sie nicht, das kann auch sein. Das kann beides passieren. So, zurücksetzen kann man das. Das fliegt bis dahin. Da kann ich nichts mitmachen ohne weiteres. Ich kann ihn wegbewegen hier. Yay. Ach, das geht ganz runter. So. Okay, das war ein Fehler. Zurücksetzen. Ich muss den anscheinend hochschieben. Das war ein Fehler. Hallo. Ah, verdammt. Eins, zwei. So, der da. Eins, zwei. Eins, zwei. Da Reihe. Eins, zwei. Drei. Eins. Dann hier drei Stück, damit er da oben drauf stehen bleibt. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Oh. Oh. Und dann ist die Frage. Ja. Doch, klar, da muss der obere dann bewegt werden. Und dann kann ich den unteren erstmal runterschieben. Jetzt kann der untere das hier rüberschieben. Ah, das ist cool. Ah, doch, gefällt mir. Ah. Ah. Hat sich das geöffnet hier? Ich finde es ja auch ganz schön, dass man in der Form keine Kämpfe hat. Dass es wirklich halt ein Puzzlespiel ist. Bei dem man in dem Sinne keine wirklichen Stresssituationen hat. Dass einem das Gehirn zwar manchmal ein bisschen qualmt, aber nicht da deswegen, dass man irgendwie. Also, dass man halt keine Geschicklichkeitseinlagen hat hier, sondern einfach die meiste Zeit durch Nachdenken vorankommt. Oder in meinem Fall durch Glück. Und Nachdenken. Und sehr viel Glück. Nee, ich denke mal schon, dass ich alle Rätsel, die ich bisher gemacht habe, durch pure Gedankenkraft geschafft habe. Oder, na wobei, Glück war ich. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass es hier und da mal der ein oder andere glückliche Zufall war, aber das war es dann auch schon. Ja. Ich würde es. Ach so, kann ich hier hoch. Ah, alles klar. Das ist ja gemein. Das ist ja fies hier. Okay. Sind noch mehr Sachen anzuschalten, auch die weißen Würfel hier. Gut. Das. Ah, okay, alles klar. Sah gerade so aus, als ob das schon ausgefahren wäre. Das war zu weit. Okay. Wie mache ich das denn an der Stelle? Der kann ja nicht zerquetscht werden.
Oder sollte nicht. Ne, es geht nicht. Nope. Warte mal. Das ist... Wie mache ich das? Das Vieh steht da. Das ist auch das Einzige, was wir im Moment bewegen können. Ne? Der einzige Klumpen hier. Das hat... Ah, okay. Alles, na, ja. Ist es alles klar? Eigentlich nicht. Eigentlich... Das würde ich gerne aktiviert haben. Ich kann es mit Schwung probieren, ne? Mal so gesehen. Ich weiß nicht, ob Schwung eine gute Option ist. Nope, das war zu langsam. Das war ein bisschen sehr zu langsam. Ich müsste halt schauen, wofür die Dinger genau sind. Oder ich habe halt überlegt gehabt, ob man das hier vielleicht so rauszieht und darüber schießt. Es ist aber nicht, es reicht halt lange nicht bis hier hinten. Das heißt, es muss irgendwie, es müsste durch die Luft irgendwie fliegen nach da hinten. Denke ich mal. Zumindest der aktuelle Plan. Ja, da kann man... Da kann man irgendwas machen. Habe ich noch was anderes? Übersehe ich was? Irgendwelche Schwerkraftgeschichten, irgendwelche anderen Sachen hier? Nicht, ne? Müsste eigentlich nicht. Das irritiert mich jetzt erstmal ein bisschen. Aha. Wenn ich das ein bisschen darüber mache, kann ich das einfach nicht ausfahren. Nee. Da habe ich ja noch nichts von. Nee, so schnell kann ich das nicht machen. Schade. Und von unten komme ich... Kann ich das noch weiter nach unten fahren? Nein. Ich wollte gerade sagen. Wie? Das wird hier relativ... Ich will nicht sagen, am Ende sein, denke ich mal, dass man das hier hochfährt. Aber... Das irritiert. Ist halt die Frage, was kann ich am Anfang noch mehr machen? Ich kann... Wow, das kann ich ausfahren. Total toll. Ja, es wäre sogar... Es ist sogar gar nicht mal so gut. Yay! Wobei dazwischen halt kein ganzer Block Abstand ist, ne? Mal so gesehen. Nicht, dass es in irgendeiner Form wichtig wäre. Aber das bemerke ich zumindest. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Gefühlt müsste... Irgendwas müsste halt anders sein, aber ich weiß nicht genau, wie, warum oder weshalb eigentlich. Oder beziehungsweise, wie ich das machen sollte, man so gesehen. Ich meine nicht, dass ich irgendwas machen kann. War zumindest bisher so, dass ich eigentlich... Ja, selbst so überhaupt gar nichts machen konnte. Okay, das wird dann hier, da wird Licht dann... okay, da wird das Licht durchschießen, alles klar. So viel dazu, das heißt... Da muss das Licht durchkommen. Das heißt, der Würfel muss am Ende hier oben drauf liegen. Am Ende. Das ist dann das Ende von allem. Boah. Schön. Enden sind gut, aber was habe ich davon? What habe ich davon? Das geht nicht. Aus der Mitte rausziehen, dann komme ich auch nicht weit genug. Das ist sehr uninteressant. Das muss ja irgendwie gefühlt bis da vorne hin. Das muss ja fast. Wenn das oben ist, kann ich es nicht rausziehen. Das kann ich logischerweise schon rausziehen. Aber es kann ja nicht sein, dass ich jetzt das hier so mache. Das fliegt er ja nicht hoch bei. Und von unten aus ist es alles mal vollkommen... Für den Poppes. Das irritiert mich, dass hier halt dieser Streifen frei ist, aber das wird wahrscheinlich hier wegen der Halterung sein. Wegen des Seils. Ah, da komme ich auch nicht ran. Was ist das für ein Saftladen hier, mal ganz ehrlich? Meine Güte, alles kaputt, alles immer kaputt. Das kann ich auch nicht bewegen, ne. Da kann ich auch nichts mehr mitmachen. Wobei ich auch nicht weiß, wie ich die anschalten würde.
Ne. Da kann ich auch nichts machen. Wie gesagt, keine Ahnung, was das... Ob das dann die weißen Dinger sind? Ich weiß es nicht. Das irritiert mich, dass es halt so halb drin hängt. So halb kaputt schief. Das irritiert mich sehr. Und dass es hier halt so schwungvoll daraus haut. Man muss ja zurück machen. Man muss es, das muss ja von ganz nach hinten kommen. Ja, von ganz hinten da passieren, oder? Ja. Damit das irgendwie rausgeschoben wird. Noch weiter geht nicht. Da müsste halt, oder da könnte halt irgendwo sowas ran hier. Ich befürchte mal, ich übersehe irgendwas. Und ich bin mir im Moment nicht sicher, was genau. Falls ich was übersehe. Falls ich nichts übersehe. Das irritiert mich auch noch. Warum ist das Ding hier da? Warum? Theoretisch müsste man die Schwerkraft gefühlt umdrehen können. Dass man darüber irgendwas macht. Da wüsste ich aber nicht, wo. Weil hier ist ja gefühlt erstmal... Ja, hier ist nichts. Oder hier sollte halt nichts sein. Da ist auch zu... Ich bin irritiert. Das ist auch zu. Also wir haben genau nichts, mit dem wir arbeiten können. Also nichts mehr als das, was da oben in diesem Raum ist. Was in dem Sinne auch gut ist, weil das macht die Sache überschaubarer. Immer sobald irgendwas aus dem Einflussbereich, aus dem Sichtbereich raus ist, bezieht man das oder betrachtet man das vielleicht nicht genügend mit seiner Aufgabenstellung.